Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball, das ist die Ausgabe für Freitag. Heute ein bisschen früher produziert. Schottland gegen England spielt noch. Darüber reden wir morgen ein paar Takte. Jetzt arbeiten wir den Tag mal ein bisschen auf. Und ich würde vorschlagen, wer kann, der schaut sich unbedingt auch unsere Videofassung an auf www.mux.tv oder aber auf unsere Facebook-Seite. Denn es gibt, glaube ich, ein paar richtig schöne optische Schmankerl in unserer kleinen Show. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit dem Spiel Dänemark-Belgien. Belgien hat verdient gewonnen, 2-1. Und wer so einen Kevin De Bruyne auf der Bank hat und den dann zur zweiten Halbzeit bringen kann, der kann auch sicherlich entscheidende Wörter mitsprechen um den Gewinn der Europameisterschaft. Aber die Dänen haben immer noch eine Chance, eine Runde weiterzukommen, weil das ist ja dieser etwas merkwürdige Modus. Da kannst du ja auch als Dritter in deiner Gruppe durchaus noch weiterkommen. Warten wir es ab. Ein bisschen TV-Kritik sei erlaubt. Micky Beisenherz und Esther Sedlacek. Ich habe ein schönes Foto herausgesucht. Esther und Uli vor einigen Jahren gemeinsam auf einer Zeche in Gelsenkirchen. Es gibt viel Kritik an diesem Moderationspaar Sedlacek-Beisenherz. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber irgendwie passt das nicht so richtig. Aber ich würde behaupten, es liegt nicht an Esther, möchte das ausdrücklich sagen. Will damit auch nicht sagen, dass es mit mir besser gelaufen wäre. Nein, viel besser. Nein, Blödsinn, vergisst. Bitte diesen Satz, vergesst diesen Satz, seht ihr. Schon deshalb wäre ich nicht fähig, in der ARD zu moderieren. Dann habe ich gesehen am Nachmittag Ukraine gegen Mazedonien, 2-1. Jo, normal würde ich sagen, Mazedonien, Nordmazedonien hat sich brav gewehrt. Ach so, ich war ja bei der Medienkritik. Claudia Neumann und Ariane Hinks, da gab es viel Kritik wieder im Netz. Ja, es ist immer noch für uns Männer ein bisschen ungewohnt. Ich finde, dass Claudia Neumann das nicht schlecht macht. Was allerdings, ich sage das nicht gerne, nervt, ist die Stimme der Co-Kommentatorin Ariane Hinks. Die sagt nichts Falsches, aber sie hat eine so extrem hohe Tonlage. Ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, das Allerwichtigste oder mit das Wichtigste im Rundfunk und im Fernsehen ist Stimme. Das ist dann Zufall, ob man eine gute oder schlechte Stimme hat, aber die von Ariane ist, ja, eigentlich ungeeignet. Und ich verstehe es nicht, dass die Leute vom ZDF solche Dinge nicht vorher etwas ausführlicher bedenken. Cristiano Ronaldo und Coca-Cola, das ist sehr lustig. Viele haben ja behauptet, nachdem er die Cola-Flaschen weggeräumt hat, wären die Aktien um Milliarden gefallen. Das hatte überhaupt nichts damit zu tun. Ich finde die Aktion ja nachvollziehbar. Also Cola ist nicht das Gesündeste, sagen wir mal, für Leistungssportler. Zu viel Zucker drin, alles richtig. Aber das mit den Aktien war natürlich purer Blödsinn. Der russische Trainer dagegen, der hat demonstrativ nach seinem 1-0-Erfolg über Finnland zunächst mal eine Flasche Cola getrunken und schwupps, auf Ex die runtergeschüttet. So, ich zeige euch jetzt, ich finde, etwas ganz Grandioses. So schön kann Fußball sein, wenn man es sich mit seinem Hund anschaut. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di Tecco, Pirlo, ist das grandios, wie der Hund dann am Ende vom Sofa fällt. Toll. Und dann haben ja immer viele Leute gefragt, Uli, hast du auch jemals selber Fußball gespielt? Selbstverständlich habe ich das. Was denkt ihr denn eigentlich von mir? In der RTL-Betriebsmannschaft zum Beispiel war ich ein grandioser Linksaußen. Ich habe sogar ein Bild gefunden, jetzt gerade beim Aufräumen, weil ich umziehe. Und bitte achtet weniger auf den Schützen. Ich sage das immer wieder gerne. Der einzige Weltklasse-Stürmer mit Bauch war da am Ball. Aber schaut euch diese Kulisse an. Wir haben da an einem Feiertag gespielt im Saarland. Irgendwann, 85 muss das gewesen sein. Und es kamen 12.000 Zuschauer, um sich die Betriebsmannschaft von RTL anzuschauen. Dilettanten, sage ich euch. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel ausging. Ich kann mich nur erinnern, dass die Trikots viel zu klein waren.
viel zu klein. Das war eigentlich das Problem. Ja, und der ist nicht weg. Also der Bauch ist nicht weg. Ich weiß nicht, ob es mehr oder weniger ist. Ich glaube genauso viel. So, ich wünsche euch einen schönen Freitag und dann spielt schon wieder Deutschland. Freut euch drauf und alle können dann wieder meckern über Jogi Löw. Aber vielleicht gewinnt er ja auch mit seiner Mannschaft gegen Portugal. Und alle werden sagen, Gott sei Dank. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder, voraussichtlich, wahrscheinlich, wenn alles gut geht, mit Herz, Seele, Ball, morgen. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.